Sei mutig. Sei kein Feigling. Sag nicht immer, ich schaffe das nicht. Doch, du kannst es schaffen. Ich kann sowieso nicht zu diesen Leuten, nur doch, du kannst es. Ich kann diese Herausforderung nicht annehmen. Doch, du kannst sie annehmen. Ramadan zeigt ihr, 19 Stunden Fasten. Es gibt viele Leute, die haben Befürchtung, dass sie das nicht schaffen. Aber jedes Mal, auch immer vor Ramadan, denkt man, oh Gott, so ein langer Tag. Und wenn man dann anfängt, dann nimmt man diese Herausforderung an. Und am Ende sagt man, Alhamdulillah, ich habe es geschafft. Oder? Ist das nicht jedes Mal so? Man macht sich Gedanken, mein Gott, ich arbeite, ich gehe zur Uni, ich habe vielleicht sogar Prüfungen. Jedes Mal vor Ramadan, ja, gibt es diese Frage, was soll ich machen, wenn ich Prüfungen im Ramadan habe? Kann ich fasten, kann ich nicht? Es gibt immer diese Bedenken, Befürchtungen. Aber trotzdem, am Ende, ich nehme diese Herausforderung an. Und genau das sollte ich auch tun im Bereich, in Bezug auf andere Bereiche. Nimm die Herausforderung, sei mutig. Und sei dir sicher, du schaffst es mit der Hilfe Allahs. Du willst etwas erlangen, du willst Arzt werden. Ja? Lass dir nicht einreden, dass du es nicht schaffst. Wenn du es dir vorgenommen hast, mach es. Und inshallah wirst du dein Ziel erreichen. Du willst den Koran auswendig lernen? Du willst ihn richtig rezitieren? Du willst eine Ijaza bekommen? Lass dir nicht einreden, das ist zu viel. Du schaffst es, wenn du es willst. Und wenn du bereit bist, dich der Herausforderung anzunehmen. Und wenn du bereit bist, auch dafür Zeit zu investieren. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, lasst uns dies zum Anlass nehmen. Den Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam umzusetzen, indem er uns aufgezeigt hat, ja, wie schlimm eigentlich die Faulheit ist. Und dass man mit der Faulheit seine Ziele niemals erreichen kann. Und auch seine Probleme niemals bewältigen kann. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dem Sahabi? Was sagte er zu dem Sahabi, der in der Moschee saß, völlig betrübt? Traurig. Abu Umama hieß er. Er fragt ihn, was ist los? Und Abu Umama sagte, o Gesandter Allahs, es sind Schulden, die ich begleichen muss und die ich nicht begleichen kann. Und Sorgen, die ich habe. Tausende von Sorgen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann zu ihm, soll ich dir nicht etwas sagen, was du jeden Morgen und jeden Abend aufsagst? Wenn du es jeden Morgen und jeden Abend aufsagst, Allah Ta'ala deine Sorgen nehmen wird und deine Schulden begleichen wird? Er sagte, Bella, ja Rasulullah. Aber es sind nicht nur Worte, es ist im Grunde genommen eine Lebenseinstellung. Er sagte, sag jeden Morgen und jeden Abend, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Sorge und der Trauer. وَمِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ Guck mal, wie es Allah verbindet miteinander. Und vor dem Unvermögen und vor der Faulheit, das gehört zusammen. Jemand, der immer sagt, ich kann nicht, der wird nichts erreichen. Der wird weder seine Schulden begleichen, noch wird er seine Sorgen loswerden. Sie werden immer mehr werden. Der wird flüchten im Alkohol oder weiß ich wo. Aber der wird nicht wirklich Herr seiner Lage. Wenn du Probleme hast, dann streng dich an. Tu etwas dagegen und sei dir sicher, du schaffst es. Du hast Schulden, du wirst die Schulden nicht los. Geh zu einem Schuldenberater. Geh, such Arbeit. Versuch durch diese Arbeit deine Schulden Schritt für Schritt abzuzahlen. Aber wenn du zu Hause sitzt und nichts tust, wirst du das nicht erlangen können. So einfach ist es. Du hast keinen Schulabschluss. Hast keine Perspektive, was deinen Beruf betrifft. Dann geh und frag nach, was ich nachholen kann. Dann dauert das eben 3 oder 4 Jahre. Ich kann mich erinnern, als ich aus Ägypten gekommen bin, da wurde mein Abitur, was ich in Ägypten gemacht habe, hier nicht anerkannt. Und ich dachte, mein Gott, was mache ich jetzt? Ich habe 4 Jahre Abitur gemacht in Ägypten, das war 4 Jahre gewisses Abitur. Und jetzt komme ich hierher und mein Abitur wird nicht anerkannt. Hätte ich jetzt einfach sagen, okay, ich mache jetzt gar nichts, ich habe das ganze Abitur nochmal gemacht in Deutschland. 3,5 Jahre. Ja, das ist jetzt nicht, um mich selbst zu loben, oder es ist einfach nur, ich kann jetzt mich darüber ärgern, über die Situation, es ist so, mein Abitur wird nicht anerkannt, ich habe 4 Jahre Abitur gemacht, nichts davon wird anerkannt, oder ich sage einfach, ich mache es. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein kommen mir diese 3,5 Jahre, die ich Abitur gemacht habe, vor wie eine ganz kurze Zeit in meinem Leben. Was sind 3,5 Jahre in deinem Leben? Ja, ist natürlich eine Zeit, aber du kannst auch profitieren. Du hast keinen Abschluss, kein MSA, nichts. Nicht mal einen Hauptschulabschluss. Dann mach es jetzt. Setz dich hin und lerne. Aber zu sagen, ich kann nicht, weiß ich nicht was. Das wird dir nicht weiterhelfen. Du bist einfach faul. Du willst einfach nicht. Du hast keinen Willen. Kämpfe jetzt im Ramadan gegen diese Faulheit.
Du willst unbedingt studieren? Es gibt viele Leute, die sagen, ich will Islam studieren. Dann sagst du zu ihnen, dann mach doch erstmal ein Abitur. Oh, noch 3 Jahre Abitur machen, mein Gott. Ja, na und, dann machst du es eben. Wie willst du denn Islam studieren, wenn du nicht mal eine Grundbildung hast? Viele denken, Islamstudium bedeutet, dass ich mir ein paar Unterrichte vom Scheich anhöre. Und deswegen, es gibt viele Leute, die dann nach Saudi-Arabien gegangen sind, nach Medina, ja, die haben das ein halbes Jahr durchgehalten und wieder zurückgekommen. Warum? Weil sie gemerkt haben, ich muss ja lernen. Ja, natürlich musst du lernen, was glaubst du denn? Du musst sogar sehr viel lernen. Du musst vielleicht sogar mehr lernen, als du es hier getan hättest. Aber ich denke, ich bin ein Scheich, ja, wenn ich mir ein paar Unterrichte vom Scheich anhöre und dann mit den anderen Diskussionen darüber führe, wer Kafir und wer Muslim ist. Funktioniert nicht. Ich muss gegen diese Faulheit angehen. Ich muss einen Willen entwickeln und dann meine Ziele zielstrebig anstreben. Und dann werde ich es auch schaffen, inshallah.